Hier spricht wieder Ustra und es geht richtig weiter mit dem dicken Kampf, den wir irgendwie beim letzten Mal, was heißt wir, ich beim letzten Mal ein wenig verloren habe. Aber keine Sorge, wir werden das Schiff schon irgendwie schaukeln. Komm schon. Okay, die gehen jetzt alle nach da. Da kann ich die jetzt von den Flanken aus angreifen. Das hoffe ich doch stark. Alistair, wir müssen hier Morrigan helfen. Ich muss hier auch Morrigan helfen. Wir stehen da zu krass in der Mitte. Gut gemacht mit dem. Das Problem ist, ich würde gerne nochmal diesen Elektroschock machen, aber... Wo soll ich... Wie soll ich den anbringen, hm? Ach komm, egal. Gib allen! So. Auch wenn jetzt da ein bisschen die Ritter drunter gelitten haben, denke ich mal, hat das mehr geholfen, als es nicht zu tun. Greif an jetzt! Genau wie der Alistair, der steht nur rum. Aber das war eine bessere Idee, als ich dachte, mit dem in die Menge schießen. Weil die Ritter vertragen das einigermaßen. Blöd ist echt, dass er nicht den nächsten Gegner einfach angreift. Da ist auch noch ein Level-Up passiert, aber auch da kann ich jetzt nicht... Das muss ich unbedingt ändern, auf irgendwie nächster Feind angreifen oder so in der Taktik. Das ist so widerlich. Morrigan! Geh doch nochmal ran jetzt gerade. Mach nochmal den betäubenden Scheiß. Sehr gut. Und jetzt heil dich doch mal, Mädel. Kann sich ja keiner angucken. Jetzt gehst du schön nach da. Naja, hast keinen Mana mehr. Ist auch okay. Viele Gegner! Überall! Tod und Verderben! So. Das sieht doch ganz gut aus. Alistair steht natürlich wieder rum und denkt an, keine Ahnung, Fischfüße oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was er manchmal denkt. So, das war doch gar nicht mal so schlecht. Ja, dann schrei mich nicht an und los! Ja, gib Gas! Das kennen wir doch schon alles. Erstmal müssen wir leveln. Wir gehen immer noch auf Klugheit und Geschick. Hier weiß ich es immer noch nicht, aber ich denke mal, ich gehe auf Kampfausbildung. Und Schlösserknacken weiß ich nicht, weil das war theoretisch nicht hilfreich. In diesem Modus behindern die Schüsse des Bogenschützen seinen Gegner. Jeder Fall verursacht normalen Schaden und bringt das Ziel zusätzlich einem vorübergehenden Abzugangriff. Findet eine Lücke in der Verteidigung. Kritischer Schuss. Aktiviert. Okay, da könnten wir den theoretisch nehmen. Aber sie levelt zu wenig. Wir versuchen es doch nochmal mit dem Schlösserknacken. Runter, wir müssen danach laufen. Los. Nicht chillen und grillen. Mal ein bisschen abgehen. Hätte ich oben den Ritter plündern können? Fragezeichen. Ach, ich weiß es nicht. Und da ist wieder richtig dick Party. Ich glaube, auch hier renne ich da einfach mit der... Ich denke mal, wir versuchen hier schön gebündelt zu kämpfen. Damit wir nicht so schwächlich daherkommen. Immer runterreißen, dann den nächsten. Die Miliz ist ja auch noch da. Obwohl die nicht lange da ist, so wie es scheint. Komm schon. Mach den kaputt, der hat doch nicht viel Leben, Mann. Können wir mal eben ihn hier helfen, bitte? Okay, und wieder runter. Mal eben versuchen, hier so ein bisschen
Grund reinzubringen. Ich denke mal, eh alle Milizen werden sterben, von daher. Da hat jemand wenig Leben. Immer auf die zuerst gehen, die kaum bis gar kein Leben mehr haben. Das ist der Plan, den ich jetzt hier anstrebe. Und immer schön zusammenbleiben und einzelne Leute fokussieren, wie man das so schön nennt. Und den Schaden mal ein bisschen nicht verteilen. So, jetzt haben wir nämlich das Riesenproblem, dass es keine Leute mehr gibt. Ja, Thomas, ich glaube, du musst leider in der... Du musst leider im Britzel stehen. Ja, ich glaube, ich habe Thomas gerade... Ich habe gerade Thomas geopfert. Egal. Zur Not kann ich Morrigan auch noch in eine Spinne verwandeln, wenn uns das irgendwie helfen sollte. Alter, ist da wieder viel Baller unterwegs. So viele Gegner, Mann! Da weiß man gar nicht, was man machen soll. Auf den damit aber unfairen Kampf vor allen Dingen. Der darf mich da nicht so angreifen von der Flanke. Ich krieg schon wieder derbe auf den Sack. Ich weiß gar nicht. Seit wann bin ich eigentlich der Tank? Normalerweise müsste Alistair die ganze Zeit auf die Nase kriegen. Okay, der erste ist schon mal tot. Das ist schlecht. Wir gehen jetzt mal hier auf die, weiß ich nicht wohin. Weg auf jeden Fall aus dem Kampf. Mach einfach nochmal so. Alistair mal eben da hoch. Er da mal eben hoch und dann kann sich Morrigan umdrehen und nochmal hier den Ritzelmeister machen. Okay, vielleicht haben wir jetzt kurzerhand mal eben Ruhe, um über die Situation zu philosophieren oder sowas. Ich glaube nicht, dass wir Ruhe haben. Aber es wäre mal ganz schön für 5 Sekunden kurze... Alistair, mach was! Mach keinen Scheiß jetzt! Ich habe Angst um unser aller Leben! Okay. Morrigan hat auch gleich nichts mehr an Leben. Alistair hat auch gleich nichts mehr an Leben. Jetzt erstmal nur eine Heilorgie. Los, mach was, Ostratis! Okay. Ich hab meine Latein ist am Ende. Nein, ich muss erst heilen und dann muss ich Schildschlag machen. Unten sind noch mehr Leute, die kämpfen wollen. Natürlich treffe ich nicht, warum auch? Alistair! Mach deinen verdammten Job! You got one job! Mein Gott! Es ist gerade hektisch! Ich weiß ja nicht, warum ich da rumstehe und nichts mache. Das verstehe ich oft nicht. Die stehen einfach rum und denken sich so, ja, erstmal Pause machen mitten im Schlag. Wenn das jemand weiß, warum das so ist, der kann mir da gerne mal helfen. Oh Gott. Der Mann mit dem Bart geht gleich über die Klippe. Hör auf jetzt. Unten sind noch 4, 5 Mann. Die werde ich aber zu... angreifen. Ist das Zauberwort. Da kommt noch mehr. Weiß auch gar nicht, wen er da angreift von den beiden. Stopp, halt. So. 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 So, okay. Verdammte Scheiße.
wieder so viele. Ich weiß nicht, was ich tun soll, verdammt. Außer erstmal das Weite suchen und meinen Bogenschütze vor allen Dingen. Macht keinen Sinn. Es sind viel zu viele. Lauft weg. Irgendwas. Lauft oben zu den Rittern. Ah, falsche Abbiegung. Alter, das sind fucking 500 Leute. Hilfe! Entschuldigung! Das sind viel zu viele. Ich renne jetzt einfach im Kreis. Kiten! Kann man nicht gewinnen. Was soll ich gegen so viele Leute nur machen? Das ist unglaublich. Was zur Hölle ist hier los, Mann? Ich kriege einen Anfall. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann man nicht gewinnen. Das ist unverständlich. Da kann man doch keine Taktik machen. 4 gegen 400 oder was? Wo sind wir denn hier? Eieieiei. Was haben wir denn noch für Spielstände? Da weiß ich nicht, wo das ist. Das ist auch dicker Kampfmäßig. Ist 9 Minuten später. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal das komplette Ding holen, wa? Alter Vater. Ja, dann können wir nochmal in den dicken Kampf rein. Das ist dann auch egal. Ja, Fallen anzünden. Jungs, wenn ich nur Fallen anzünden müsste, dann wäre das alles nur halb so scheiße. So. Die hier oben sollten normalerweise ja kein Problem darstellen, wenn ich die alle... Fokusliste. Außer natürlich, die gehen alle auf Morrigan. Warum habe ich einen Tank dabei, wenn der Tank überhaupt nichts bringt? Nee, du sollst angreifen. Du sollst weglaufen. Ja, nachdem du das gemacht hast. Hin und her laufen für die Freiheit. Komm schon. Mit dem Schild sollte Alistair jetzt irgendwas tanken können, hoffe ich. Mit dem neuen. Oder mit dem nicht so neuen. Was kann das denn hier? Schildkonzentrierte Verteidigungshaltung, ja. Hört sich doch nicht so schlüchtern. Okay. Vielleicht muss ich auch speichern, damit ich nicht diesen Teil nicht auch nochmal machen muss. Oh, kann ich nicht im Kampf machen? Okay, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall scheint der Alistair jetzt ein bisschen zu tanken. Deswegen müssen wir dem helfen. Waren das alle von hier oben? Okay. Da leben auch noch alle Ritter, oder? Ja. Alles klar, nicht schlecht. Ja, ich weiß.
Ich beeil mich aber nicht. Das geht mir auf den Keks, wenn ich mich beeilen soll. Wir machen mal 25 Geschicklichkeit. Vielleicht bringt uns das mehr. Dann können wir auf jeden Fall nicht die Schlüsselklackenfähigkeit machen. Vielleicht ist das auch gar nicht mal so schlecht. Nahkampfbogenschütze. Im Kämpfen auf engstem Raum hat der Bogenschütze gelernt, auch ohne Unterbrechung zu schießen, wenn er angegriffen wird. Oder wir nehmen mal den Kopfschuss mit und wir machen einmal eben einen Speicherettenbär. Und das ist dann der immer noch der dicke Kampf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns den anderen Teil des Kampfes in der nächsten Folge an. Eventuell lasse ich mir was einfallen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.